dass sich doch einiges getan hat auf der Farm, weil wie gesagt, wir haben jetzt Milchproduktion am Start, wir haben jetzt eigene Düngerproduktion und die Milch werde ich quasi auch weiterhin verkaufen. Ich glaube, da war für den Hänger, den wir da gekauft haben, und zwar war das der schwarze Trailer. Nee, Tieflader warte ich jetzt nicht. Gucken, dass ich da irgendwo gleich rausfall. Also wie gesagt, dieser Tony. Na. Ist auch wieder richtig gut. Nein. So. Also. Und zwar habe ich nämlich mir diesen Lisa da geholt. Für den Milchtransport. Und da habe ich gedacht, naja, wenn man schon so viel Geld hat, könnte man sich ja auch eine kleine, noch eine schöne Milchfabrik, wie gesagt, sagt, die Produktionspalette. Einmal die Zuckerfabriken, einmal die Molkerei. So, also Milchfabrik. Also so habe ich mir das quasi auch vorgestellt. Und deswegen habe ich da auch mal ein bisschen sehr viel vorgespult, um einfach mehr Einnahmen zu generieren. Ja. Jetzt muss man halt die ganzen Produktionsstätten erstmal füllen. Und dann können wir halt mal richtig loslegen. Und das heißt, je weiter wir produzieren, desto mehr können wir verkaufen, desto mehr Geld gibt's. Und das Schöne ist, wir können dann den Winzer anfangen. Die Abteilung, ne? Ein paar schöne Weinberge machen. Und ja. Das ist ein Thema, das ich eigentlich noch die BGA haben wollte. Tja. Man kann halt nicht alles haben. Aber ich glaube, das kommt schon. Deswegen, wie gesagt, Dünger haben wir jetzt genug, dass wir unsere eigene Produktion sparen können. Mist brauchen wir dafür. Deswegen habe ich ja auch nochmal geguckt. Ich habe nämlich mir dieses, wie nennt man das? Einer von den Anhängern und quasi ah, okay. So, stopp. Anhänger. Und zwar ganz hinten, habe ich mir einen von den Reichs oder was? Rowland. Einer von den. Ich muss mal gerade gucken. Ja. Genau, ich habe einer von den Branden habe ich nämlich mal ausprobiert und leider hat es nicht so funktioniert, wie ich das eigentlich haben wollte. Na, ich bin da unten mit dem Mähdrescher, mit dem Rohr dagegen gefahren. Das Schöne ist, ich kann bei diesen zwei Anhängern, Deichsel oder nicht, mehr Litervolumen, mehr Transportmöglichkeit. So. Zusatzweise habe ich mir gedacht, ah ja, komm. Ausprobiert, war halt gemietetes Fahrzeug. Also kaufst du dir dann dir einen MAN. Dieser MAN haust du dann noch mit dem na, Moment, ich kann euch gleich das Modell zeigen. Endeffekt habe ich den MAN und dann mir quasi den Krampe da geholt. War im Endeffekt eine billigere Anschaffung, aber. Also, wie gesagt, da gibt es halt noch auf dem Discord. Das wollte ich eigentlich vorm Urlaub, also vor der Farm kommt quasi schon schreiben, was ich denn da alles getan habe, aber. Ja. So ist es halt. Man kann auch nichts. Auch nichts. Nichts ändern. Ja. Da ja auch dann denn der schöne Mod von. Moment, von Deutz angekündigt worden ist, auf der FarmCon, dass es.
Denn Deutsch-Fahrserie 6185 TTV, ja, habe ich mir dann natürlich nicht nehmen lassen und habe den auch mir erst heute runtergeladen. Also in dem Fall zwei Latte über Kreuz, mein Herz hängt ein Deutz. Und das sagt einer, der gerne Glas fährt, ne? Sowas von cool, der Typ. Naja, aber das könnte man auch mal. Das wäre auch ein schöner Clip. So, ja. Auf jeden Fall, freut es mich, dass bald, naja, halbe Stunde später wird unser Gast noch kommen. Also wie gesagt, der hat heute seinen ersten Urlaubstag und das müssen wir auch mal dazu können, wie gesagt. Braucht ein bisschen Zeit, deswegen werde ich jetzt schon mal, haben wir schon ein bisschen nur Lohnaufträge machen. Weil, wie gesagt, ich habe nichts auf dem Feld angepflanzt. Warum auch? Es gibt erstmal genug zu verkaufen. Und dann geht es erstmal dran, dann die Felder mit dem Unkrautvernichter zu bestücken. Denn ich habe mich nämlich abgewandt vom Striegeln. Da ich ja, wie gesagt, letztens war ja auch der liebe Sus schön, im Stream gewesen und da ich ja mit Striegeln mehr Verlust mache und ich ja eigentlich mehr Gewinn haben will. Na gut, am Anfang war es mir schon ehrlich gesagt egal, aber wenn du denn jetzt mal effizienter denkst, weil du das Position Farming habe ich einfach mal eingestellt, so 10% Ernteverlust. Ich meine, guckt euch das heutige Wetter da draußen an, das ist bestimmt höher. Aber wie kann man im LS denn eine Trockenheit, eine Trockenperiode, eine Dürre quasi simulieren? Dass du quasi dann das Emergency Pack dann quasi holst und sagt: Feuermänner, gebt mal da raus, mein Feld braucht Wasser. Wassermarsch. Naja. Ich weiß nicht, welcher Mod das gewesen ist, aber ich glaube, der liebe Rainer hat mir das mal bei dem 17er mal erzählt, dass es ein Mod gab, dass du quasi eine Verschlauchung, wie bei den Pump & Hoses, Schlauch hinterher aufs Feld schmeißen kannst. Du hast dann so eine große Spritze dann, ne? So ein Rasensprenger zum Beispiel, bloß halt im Großformat. Und dann kannst du schön deine Felder besprühen oder bewässern, wie auch immer. Ich fand das eigentlich nicht schlecht. Und naja, eigentlich ist das ja auch eine schöne Entwicklung, wenn man sagt, ja, das Emergency Pack hätte ja was dafür, Pump and Hoses hätte dafür was. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin kein Modder. Wie gesagt, es öffnet wieder nur sehr, sehr, sehr viele Türen. Was natürlich, was toll ist. Wie gesagt, ich kann mich halt mit dem Emergency Pack kann ich halt momentan nichts anfangen. Ich warte lieber, bis da ein bisschen mehr rauskommt. Weil je länger ich warten muss, oder je länger ich warten will, umso Spaß macht es dann später, ne? Also das ist so halt die Idee dahinter. Ja, gut. Man brennt mal auf dem Feld. Ist ja auch eine schöne Sache. Aber ja. Ich bleib auf jeden Fall mal da am Laufenden. Und so. Was haben wir noch eigentlich heute zu tun? Mehr Mai. Also wie gesagt, wir müssen noch unsere Felder Unkraut bekämpfen. Wir müssen dann noch ein bisschen abfahren, ja, ein bisschen spazieren fahren, aber das Spazierenfahren versuche ich dann offscreen zu machen. Ihr wisst, ich halte eigentlich nichts davon, außer wenn du ein schönes Thema hast.
Dann kannst du das gerne. Kommt mal drauf an, was wir halt brauchen, ne? Weil Mais habe ich nämlich jetzt auch wieder richtig viel eingenommen. Aus denen zwei Felder, 277.000. Also, eigentlich brauchen wir gar nichts anzusehen. Und wieder 7.000. Sag mal, woher kriege ich denn jetzt auf einmal so viel Geld? Alle Produktionsstätten sind doch aus. Und es liegt nicht an meinen, Windkrafträdern. Weil ich krieg kein. Einnahmen. Naja, was soll's. Aber ich hoffe, ihr habt wenigstens einen schönen Samstag, meine Lieben. Weil wie gesagt, ah, Lucy, danke schön für dein Resub. Meine Liebe, schön, dass du da bist. Hi. Cool. Meine Emotes fliegen auch irgendwie total bescheuert durch die Gegend, ne? Naja. Aber ja, auch dir wünsche ich erstmal einen schönen Samstag. Schön, dass du da bist. So. Ich kann euch sagen, ab 16 Uhr ist auf jeden Fall hier richtig heiß drin. Also wie gesagt, deswegen hoffen wir, dass wir das dann für die 2 Stunden heute gestreamt bekommen. Weil wie gesagt, es ist ja heute Abend noch eine Leitstellenfahrt, aber ich. Müssten mal gucken. Meine Liebe, wie geht's dir denn? Hab gestern Abend noch gesehen, dass du noch ein bisschen Pokémon Raid gezockt hast. Aber wie gesagt, noch ein anderes Spiel, als ein Pokémon Raid. Okay. Ja. Ab und zu muss man ja auch mal was anderes zocken. Deswegen wird's bald zombiehaft bei mir. Was, zombiehaft? Was meinst du denn jetzt damit? Ja, wartet mal ab. Wartet mal ab. So, du bist fertig. Dann holen wir mal dich dazu und dich dazu. 46, 47. Weil morgen, morgen wird es halt noch mal ein bisschen heftiger. Weil wenn ich mit meiner Freundin dann von der Fahrradtour quasi zurückkomme. Wir wollen nämlich ein bisschen wir stehen um 6 Uhr auf. Ich muss heute Abend noch für morgen früh das Frühstück noch einkaufen. Also wir machen uns so ein richtig schönes Frühstück, wie ich damals bei der Jakobswanderung hatte. Frisches Ciabatta, die Butter mitnehmen, frische, leckere Marmelade. Eigentlich müssen wir das auf Croissant machen, aber ja. Dann sind wir Hauptsache bis zum Mittag dann wieder ein bisschen unterwegs. Wie gesagt, das ist eine schöne Tour. Will ja ein bisschen, da sie jetzt endlich ein Fahrrad hat, haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit, dass man ein bisschen mehr die Umgebung erkunden kann. Und wie gesagt, morgens um 6 ist nicht viel los. Ah, schön. Ja, das wird auch bald. Mein Vater will jetzt auch bald irgendwann nochmal vorbeikommen. Aber ja. Ach ja. Aber ist schön. Wenn er mal wieder. Aber ich hoffe wenigstens, dass ihr wenigstens dann die Hitze
Aber wie gesagt, es soll ja 35 Grad werden. Es werden auch immer mehr. Also, das wird schon richtig heftig. Ja. Ganz kurz noch zu der ETS2-Mods. Ja, die Liste ist fertig. Ich habe sie noch nicht veröffentlicht, weil ich da einen Modfehler drin habe. Also in diesem Mod ist schon ein Fehler drin, sage ich mal so. Ich muss den mal gucken, weil ich habe den bis jetzt für jede Version genutzt. Ne? Es gibt da so einen kleinen Trick dafür, dass du den für jede Mod. Ei! Du bist schon da. Mein Lieber, kommt doch einfach in den Discord rein. Dann können wir das direkt ein Bubble. Nee, es ist die es geht um den es geht um den die Mautgerät-Mod. Das ist mein Problem. Ja. Da ist er nämlich auch schon. Johannes, komm doch einfach kurz in den Discord rein, weil wie gesagt, ich bin schon im extra Räumchen. Die Mods, Moment. Ah, ja. Ausrufezeichen LS. So, da findest du die Mods. Da kannst du quasi die ganzen runterladen. Ich hoffe, du hast halt die, So. Weil wie gesagt, das dürfte dann kein Problem sein. Die Karte zum Installieren, das ist die stinknormale Haut Bellerort. Das ist die Standardkarte. Ich bin auf keiner anderen Karte drauf. Also wie gesagt, So, mein Lieber. Ach, okay. Ach, genau. Ich habe dich nämlich gerade schon im Discord hier runtergezogen. Wie gesagt, Johannes, das ist quasi der Gast, den ich auch auf der FarmCon getroffen habe. Und da werden wir auch noch ein bisschen mal zusammen gucken. Also wie gesagt, wir wollen zusammen ein kleines Projekt starten, was wir so machen wollen. Ob jetzt Silver Run oder auf der Thüringen. Wie gesagt, das einfach Bild just for fun. So, was war das denn das? Ich glaube, 47 kann man dann auch direkt mitmachen. Passt ja. Und ja. Muss das sich nur noch entmuten, dann klappt das da. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, heute Abend ist ja bei ihm noch eine Leitstellenfahrt. Also wenn er auch bei ihm auf dem Kanal mal vorbeigucken wollte. Ausrufezeichen JLP, also kleingeschrieben. Dann dürft ihr auch gerne bei ihm mal vorbeischauen, gerne auch ihn unterstützen. Und ja. Das freut mich auf jeden Fall. So, ja. Ein Mod habe ich jetzt zwar jetzt noch nicht drauf, aber wie gesagt, das kam auch zum späteren Zeitpunkt. Das mit dem Deutz, aber genau. Aber das wird schon. Aber wisst ihr, was ganz überraschend war? Der ein Kollege von mir, der mir hilft mit Zeitung austrägt. Am Freitagabend waren sie auf einmal da. Was? Freitagabend? Konnte ich mir ja fast nicht glauben. Also,
Sonst kommen sie immer schön spät, aber ja, ich meine, warum denn nicht? Passt.